Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elix. So, wir haben bei dem Kerli hier, beim Alois, ne, eine Quest angenommen und ich wollte eigentlich letzte Woche aufnehmen, mehr als ein Part. Ist mir aber nicht gelungen, weil wir spontan Besuch bekommen haben. Und das wäre doch sehr unhöflich, wenn man den Besuch bitten müsste, still zu sein, damit man hier aufnehmen kann. Also machen wir das dafür heute, weil ich hatte gehofft oder vermutet, dass wir vielleicht bald fertig sein könnten mit dem Spiel. Es könnte sich aber auch unerwarteterweise noch, wie soll man sagen, in die Länge ziehen, hört sich richtig fies an. Also es könnte noch mehr Spielinhalt geben, weil wir wissen ja, die Wissenden, ich habe es richtig gesagt, die Wissenden sind hier. Und ich weiß, wir haben auch schon mit der einen Dame da gesprochen gehabt. Fällt mir gerade jetzt ein, wo ich schon anfange aufzunehmen. Ich werde das nochmal machen, damit das schön ist. Warte mal, irgendwie habe ich, glaube ich, eine falsche Quest ausgewählt. Warte mal ganz kurz, weil ich meine mich hier genau zu erinnern, dass wir irgendwie falsch laufen. Ja, das passt schon besser. Das passt viel besser, gut. Also, wie gesagt, spontaner Besuch. Mit Kind und Kegel quasi. Also, wir hatten sehr viel Spaß und ja, da kann man doch unmöglich nebenbei aufnehmen. Nicht böse gemeint an dem Besuch, aber... Das wäre sehr unhöflich, von mir aus. Also, ja. Paige ist unsere Ansprechpartnerin, wie beim letzten Mal. Frischfleisch. Genau. Hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Ich habe ja schon länger den Verdacht, dass man euch Berserker bevorzugt. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlich einen Haufen Splitter machen kann. Die Nähe zu den Alp sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Ja, genau, das wissen wir eigentlich schon, ne? Und das lässt du dir gefallen? Woher beziehst du deine Waren? Das lässt du dir gefallen? Hier sind einfach die Hände gebunden. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Ja, du arme Haut. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. So sieht die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Ja, der Grundgedanke passt eh, ne? Es ist halt, ja... Es liegt halt auch in der Natur des Menschen, dass man anderen Lebewesen oft und gerne Schaden zufügt. Wurscht, ob Mensch oder Tier. Sehr oft in Unachtsamkeit, Gedankenlosigkeit, einfach weil man sich selber was Gutes tun will, streng gesehen. Hier Let's Plays zu machen, Strom zu benutzen, was weiß ich, Lebensmittel zu essen, die verseucht sind mit Spritzmitteln und was Gott, was für ein Dünger, der auch noch das Grundwasser ruiniert, also pff. Nur damit man sich halt dann im Handel 30 Cent sparen kann pro Stück an Lebensmittel. Das heiße Thema auch Fleisch, ne? Ich meine, ich muss sagen, ich esse gern Fleisch. Aber jeden Tag Fleisch ist mir auch viel zu viel. Also wenn zweimal in der Woche so ein kleines Stückchen Fleisch, ist genug. Aber, nicht irgendeins. Das muss bio-zertifiziert sein.
Und ich muss wissen, wo es herkommt. Und wie das Tier gelebt hat. Das kann man ja Gott sei Dank heutzutage schon alles problemlos nachforschen. Aber für mich ist sowas wichtig. Ich will, dass was auf dem Teller kommt, möchte ich schon gern, dass es ein angemessenes und schönes Leben gehabt hat. Wurscht, ob Pflanze oder Tier. So, im Regelfall isst man keine Menschen, ne? Also deshalb Tier. Ne? Also das ist jetzt ein ganz anderes Thema jetzt. Ich bin wieder extrem abgeschweift, Entschuldigung. Aber ich wollte nur sagen, der Mensch, es liegt in unserer Natur leider Gottes auch oft in nicht bös gemeinter Unachtsamkeit anderen Lebensformen, sagen wir so, Schaden zuzufügen. Soll ich jetzt Mitleid haben? Ja, ne? Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Alois hat mir gesagt, dass du eine neue Lieferung erwartest. Das machen wir mal auf keinen Fall. Soll ich jetzt Mitleid haben? Hört sich für mich an, als bräuchtest du Hilfe. Das schon eher. Hört sich für mich an, genau. Als bräuchtest du Hilfe. Das hast du gut erkannt. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Jetzt hat der Radok geheißen. Ne? Ich hab beim letzten Mal, glaube ich, Vardok verstanden. Also es wäre dann da unser Papi gewesen. Werden wir sehen, um wen es sich da handelt. Vertraust du jedem deiner Pläne an? Du begibst dich auf dünnes Eis. Ich glaube, genau hier sind wir stehen geblieben, glaube ich. Vertraust du jedem deine Pläne an? Ich glaube, das vertraust ist okay. du jedem deine Pläne an? Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärzt? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Hm. Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Oh ja? Ich könnte dir beim Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Ich glaube, den haben wir umgebracht, oder? Oh je, ich glaube, das war der, den wir umgebracht haben. Da geht gleich mit der Quest nichts mehr, ne? Alois hat was dagegen, dass du wieder beliefert wirst. Alois hat etwas dagegen, dass du wieder beliefert wirst. Er hat sicher auch was dagegen, wenn ich ihm vor die Füße spucke. Das hindert mich trotzdem nicht daran, es zu tun. Egal, was er dir weismachen will, er kann nicht alles kontrollieren. Zumal er sowieso gegen die Verträge verstößt, auf die er ja ach so viel Wert legt. Aha, auch ganz interessant. Ich glaube, den armen Tropf, das war vor der Stadt, ne? Den haben wir ja umgebracht, unabsichtlich, weil ich dachte, das wäre ein Schuft gewesen, ein Bandit. Hey, du hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteranen. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Na, dann nimm. Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Das ist schön. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Danke. Ja, einen Tag schon jetzt warten, das wird nichts bringen, oder? Erzähl mir etwas über die Stadt. Also, wenn ich du wäre, würde ich den Nordteil der Stadt meiden. Da hängen ein paar wirklich schräge Vögel rum. Im Westteil sieht es da schon anders aus. Aber da läufst du Gefahr, dass dir die Kleriker in den Ohren liegen. Der Süden der Stadt ist recht ruhig. Da passiert für gewöhnlich nicht viel. Und solltest du vorhaben, hier und da etwas einzustecken, kann ich nur davon abraten. Alois ist auf Diebe nicht gut zu sprechen. Das wäre dann auch alles, was du wissen solltest. Vergolt's Gott. So, dann schauen wir raus, weil ich glaube, den habe ich umgebracht. Das wird mir dann somit nichts mehr bringen, questtechnisch. Da liegt ja da vorne. Upsi. Tja.
oder? Na, da liegt niemand mehr. Weil ich die schon gelootet habe, ne? Nicht wahr? Wen haben wir da drüben? Da drüben sitzt noch jemand. Vielleicht so haben kann wir... das doch nicht weitergehen. Du hast dich um Cooper gekümmert, wie ich gemerkt habe? Ja. Auf dich scheint Verlass zu sein. Auch wenn deine Bezahlung die ID-Karte war, so will ich mal nicht so sein. Hier hast du noch eine Kleinigkeit. Und was ist mit euch? Wir bleiben hier draußen und hoffen auf eines von zwei Dingen. Entweder die Kleriker entschließen sich, die Kuppel für uns zu öffnen, oder die Kleriker werden endlich alle massakriert. So lange bleiben wir hier. Wie dem auch sei, danke nochmal für deine Hilfe. Man sieht sich. Servus. Ich glaube nämlich, ich habe den Deppen umgebracht. Interessant. Ja, interessant. Das passt hervorragend. Ja, ich glaube wirklich, dass ich hier Scheiße gebaut habe. Das Waffen nicht wären. Dingsbums. Mal schauen. Bis später. Obwohl, da könnte Radok, wohl, wir könnten noch Glück haben. Ich weiß nämlich nicht mehr, wen ich da umgebracht habe, ob es jetzt der Typ war, von dem wir die ID-Karte bekommen hatten. Keinen Schimmer. Da fällt mir aber gerade ein, warum laufe ich hier eigentlich allein durch die Gegend? Ich habe mein Frauchen nicht dabei. Das geht ja überhaupt nicht. Das müssen wir dann schleunigst... Ja, das hilft nichts mehr, in den Beton verhauen. Ich soll den Raptor irgendwie da verhauen. So, schon besser. Ich versuche jetzt diesen Kerl noch zu finden. Boah, da habe ich jetzt mal schön aufs Goschel gekriegt. Warte, ich sollte mal was futtern. Da. Na, die haben mich verdrückt. Ihr habt nichts gesehen. So, ihr habt nichts mitbekommen. Ich habe mich doch nicht verdrückt. Ich habe mich verdammt. Okay, da drüben irgendwo. Bin ich da richtig? Schaut aus. Kleine Heilpflanze. Ah, da ist jemand. Ah, den! Mit dem haben wir echt schon mal gesprochen. Haben wir hier... Ja. Begrüße. Paige schickt mich. Paige schickt mich. Paige? Hm. Ja? Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch, du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich, dass sie an meinen Waffen interessiert war. Vertraust du ihr? Was hast du davon, dass du sie mit Waffen belieferst? Vertraust du ihr? Vertraust du ihr? Nein. Aber angesichts ihrer Lage ist es unlogisch, wenn sie versuchen würde, mich zu hintergehen. Solange meine Waffen den Streit unter den Menschen befördern, ist es gut für uns. Her, gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Hast du auch etwas für mich? Hast du auch etwas für mich? Du ersuchst einen Separatisten um Ausrüstung? Du musst wirklich tief gefallen sein. Da, mehr kann ich nicht für dich tun. Ein lächelnder Separatist, ne? Ah, nicht schlecht. Du, zwei Hüte mächtige Heiltränke, das ist super. Vor den Elexitoren. Jawohl. Das ist echt nicht schlecht. Bevor wir uns jetzt zurückporten, gehe ich jetzt Frauchen holen. Wie konnte ich nur auf unser Frauchen vergessen? Ich böser Bub. Sofort ins Lager. Ohne Kaya ist es nicht dasselbe. Wie geht's eigentlich euch so beziehungstechnisch? Seid ihr gern mit eurem Partner zusammen? Würdet ihr gerne solche Welten bereisen zu zweit? Also Analyse. Ja? Ausrüstung optimal. Oh. Du bist sicher mein treuster Freund hier. Ja. Es freut mich, dass du noch da bist. Oh. Eigentlich hey, ich muss mit dir reden. Schon wieder? Ja. Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Oh Gott. Hm. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber... Jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal. Seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sind sie dir nicht zu nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du noch darüber? Elexitor Parsec soll sie anführen. Ah, ein Elexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja?
Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. Meine Güte, der Elixitor gehört mir. Du hältst dich daraus. In Ordnung, aber dann sollten wir uns beeilen. Ja. In Ordnung, aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wenn du also dabei sein willst, dann bereite dich besser vor. Sonst bestraft dich das Leben. So, dann hast du es also geschafft. Ist das Ding also endlich erledigt? Ja. Oh. Der Hybrid hat es hinter sich. Ach, was soll's. Fast schon schade, dass die große Keilerei jetzt vorbei ist. Irgendwo müssen doch noch ein paar mehr Eisklötze sein. Das war jetzt unerwartet, dass wir auch gleich eine Quest damit beendet hatten, ne, mit dem Elixitor. Aber klar, wir müssen ja mit ihr auch reden, das hatte ich ja noch nicht gemacht. Schnappen wir uns Elixitor Parsec, bevor er uns entwischt. Schnappen wir uns Elixitor Parsec, bevor er uns erwischt. Oh, oder dann erwischt. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Ja, wird schon werden. Ich speichere jetzt einmal. Scheiferick jetzt. Ach, oh, das geht, oder? Zwei Kampfmaschinen. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Jax. Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Parsec. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen. Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Er ist nach Kallax der mächtigste der Elixitoren. Oh. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Du hörst besser auf deinen Commander. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Oh, oh. Eher sterbe ich, du Dreckskerl. Dieser Hammer. Na, die Frau. Die Frau ist ein Hammer, wirklich. Ja. Das war mal sehr leicht. Nesti ist im Arsch und wir auch gleich. Wir sind im Arsch. Okay, das war jetzt unerwartet. Warte mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu weit weg sind. Ah, passt. Glück gehabt. Okay, mal weg. Habe ich jetzt überhaupt irgendeine Heiltränke? Ich glaube schon, oder? Auf was haben wir denn hier eigentlich für Gesöff? Was habe ich? Hier. Okay, das war ein Trankerl, auf alle Fälle. Okay. Das haben wir jetzt schon mal erledigt. Dann wäre gut, gleich wieder ein Gesöff runterzuschmeißen. War das jetzt wichtig? Ja, war richtig, alles klar. So. Alter. Au. Nochmal ein Schlücklein. Au. Oder auch nicht. Hey, es nimmt die Fackel, du Dodel. Alter. Jetzt nimmt er nicht. Er hat nicht gesoffen. Ich weiß nicht, warum er nicht sauft, der Trottel. Drück eh schon drauf. Arschkopf, echt. Warte mal. Ich muss mal ein Stück zurückrücken. Ich sehe die Tastatur nicht, weil so finster ist. So. Ach, halt die Gosch. Muskeldreckiger. So. Den haben wir jetzt einmal. Das Doofe ist halt auch, dass man nicht springen kann, ne? Au. Weg. Oder auch nicht weg. Würdest du jetzt mal was trinken? Ich weiß nicht, warum er nicht trinkt. Weil das ist gar kein Heiltrank. Was habe ich auf 9? Das ist doch ein Heiltrank, oder? Das, was
Sicher, es ist ein Kreuz dabei. Alter, ich sterbe. So, einmal gepflegt saufen, bitte. Dankeschön. Ja, hallo, Energie. Warte, die Energie ist so scheiße. Achso, ich bin ja auch gelähmt, glaube ich, ne? Trinken. So, jetzt müsste aber gehen, oder? Ja. Würdest du... Ja. Jetzt ist eh klar. Ja. Hey, das ist unglaublich. Ich meine, die nächste ist auch für nix. Da muss man auch mal sagen, die nächste ist echt für nix. Ja, wie die alte Schachtel, ne? Ja, ja, ist schon recht. Würdest du jetzt hauen? Hau ihn kaputt. Geht, ja, wunderbar. So, tun wir mal ein Stückchen laufen. Ja, Vorsicht. Trinken. Geht schon, hau drauf. Ja, das war nicht schlecht. Passt. Geht ja. Wenn er mal sauft, geht ja was, ne? Also. Nesti, steh auf. Oh, ist jetzt für immer tot? Na, bewusstlos. Hallo. Obwohl, geht lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Du hältst nichts aus, was kann ich dafür? Wenn du noch zwei Watschen umfällst, kann ich nichts dafür. So, komische. War das Herausforderung genug für dich? Du hast ja keine Ahnung. Seit ich dich kenne, stürzt du dich in jeden auch noch so hoffnungslosen Kampf. Was ist bloß los mit dir? Willst du mir etwa Vorschriften machen wie ich? Nein, es ist offenkundig, dass du dein Leben wegwerfen willst. Ha! Und wenn schon, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Von mir aus, mach, was du willst. Aber zieh mich da nicht wieder mit rein, okay? Was? Du hast recht. Ich bin fertig. Schlimm genug, dass man es mir mittlerweile anmerkt. Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Ja, genau. Das wäre schön. Und würde wunderbar in deinen kleinkarierten Schädel passen. Nicht wahr? Aber so einfach ist es leider nicht. Freundchen? Nein. Ich habe den grauen Tod. Ja, genau. Und du weißt, was das heißt. Die Krankheit ist schon vor Jahren bei mir diagnostiziert worden. Und sie endet immer gleich. Und es gibt nichts, was ich oder irgendwer anders dagegen tun kann. Nun... Ach, komme jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Geschwafel, okay? Alles, was ich will, ist, im Kampfgetöse auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das gegen einen Gegner, der mir das Wasser reichen kann. Also, entweder du hilfst mir, ihn zu finden, oder ich gehe wieder meine eigenen Wege. Verstanden? Wir haben den grauen Tod am Hofe des Eispalasts schon seit Jahren besiegt. Das mit deiner Krankheit ist tragisch, aber ich kann dir nicht helfen. Na, besiegt. Also wir Krankheit. Haben den grauen Tod am Hofe des Eispalastes schon seit Jahren besiegt. Wage es ja nicht. Nein, ich kann dir helfen. Mistkerl. Glaubst du ernsthaft, ich werde mich mit der Quacksalberei der Alps vergiften? Eher sterbe ich im Kreuzfeuer ihrer Maschinen. Dann bleibt uns nur noch eine Option. Das Archiv der Kleriker im Hort von Ignadon. Hör endlich auf damit! Ich werde niemals... Du hast gegen einige der größten Kontrahenten, die Magalan je hervorgebracht hat, gekämpft. Und das alles an meiner Seite. Also, du bleibst bei mir und suchst weiterhin deinen Kick, wenn du willst. Und ich werfe einen Blick ins Archiv der Kleriker. Ich warne dich. Wenn du mir falsche Hoffnungen machst, werde ich dich mit in den Abgrund reißen. Das Risiko gehe ich ein. Ach, mach du dein Ding. Ich folge dir, aber kein Wort mehr von dem grauen Tod. Für mich gibt es nur noch den Kampf, bis ich auf dem Schlachtfeld meine Erlösung finde. So, und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Mann, 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 die Alte. So, na dann. Das war jetzt unerwartet, dass wir hier in das verwickelt worden sind. Tut leid. Archiv der Kleriker. Nesti helfen. Wir haben viel zu tun. Ja. So kommen wir nach und nach zu Quests, ne?
krumme Geschäfte. Es steht geschrieben. Das machen wir jetzt zuerst. Aber ich würde sagen, wir gehen doch trotzdem zuerst, wenn nicht noch was dazwischen kommt, unser Frauchen holen, Herrschaftszeiten. Moment einmal, bitte was? Wir werden angegriffen. Alter, warum? Du Bastard. Alter. Na, nicht den Händler töten, bitte. Das Mistvieh hab ich gern. Alter. Das Scheißvieh sucht Ärger. Steck die Waffe. Du bist gar Sie haben nicht uns so kalt dumm. Erwischt. Ich fürchte, wir werden unser Lager aufgeben müssen. Jetzt hör auf. Ich denke, das ist nicht nötig. Diese Kampfmaschinen standen unter dem Kommando eines einzigen Elexitors. Bevor er von seinen Errungenschaften einem anderen seines Volkes berichtet, müsste sein Feldzug hier erst einmal erfolgreich sein. Also noch leben wir. Eben. Also entspann dich wieder und mach einfach weiter. Wir haben noch viel zu tun. Gut, dann konzentriere ich mich besser wieder auf meine Aufgaben. Die Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Der Hybrid ist tot. Was denn? Wirklich? Dann haben die Alps ihren größten geistigen Führer verloren. Und doch, ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magallan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja, und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. Gut. Tschüssikowski. Wir werden jetzt Sachen einsammeln. So, so. Das war übrigens der erste ein Siedler bewusstlos. Oh, das geht. Er kann also nochmal aufstehen. Cool, er ist nicht gestorben. Stehst du auf? Kann ich dir helfen? Nein. Er wird schon irgendwann zu sich kommen. Ich dachte schon nämlich, dass er verstorben wäre. Siedler bewusstlos. Haben wir ein Glück, dass die nicht sterben. Gott sei Dank, ich bin da. Bin jetzt sehr beruhigt, muss ich echt sagen. So. Warte mal. Den da. Und den da hinten. So. Da unten ist auch einer. Das sind einige sogar. So. Dann next one. Hier haben wir noch so einen Kerl. Da drüben ist vielleicht auch einer. Ich sehe gerade keinen. Aber hier drüben, glaube ich. Oder ist der runtergefallen? Na, da liegt er. So. Dann, ich will immer noch mit unserem Frauchen sprechen. Ach du Heilige. Da haben wir auch noch so ein Ding. Leute. Da ist sonst nichts mehr, schaut aus. Gut. Dann schauen wir mal, ob Frauchen zu Hause ist. Vielleicht hat sie uns was Leckeres gekocht. Schatzi, bist du da? Gar nicht. Ist wurscht, dann legen wir uns mal kurz hin. Bis zum nächsten Morgen pennen. Und dann muss ich schauen, wo Schatzi ist. Die müsste eigentlich dann unten sein, ne? Da habe ich sie jetzt aber auch nicht stehen sehen. Wo ist Frauchen?
mysteriös. Theoretisch soll es ja hier irgendwo sein, ne? Ah, hier ist Frauchen. Hallo Frauchen, wie geht's dir? Darf ich nicht reden? Na, es ist ein Bug. Frauchen! Sie hat einen Bug. Och nö. So ein Dreck. Dann nehmen wir unseren besten Freund mal wieder mit, ha? Huh? Kai, komm mit. Mitkommen. Dann nehmen wir halt unseren Freund mit. Gut, wir wollen nach Magalan und der Part ist zu Ende. Magalan, sind die Magalan? Ignaton wollte ich sagen, Entschuldigung. Wir wollen nach Ignaton und müssen dort ein Buch scheinbar finden. Ja, siehe, wo wir sonst dran stehen. Um Nestis Krankheit zu heilen. Der graue Tod. Ist das eine Bezeichnung für Krebs oder Pest? Pest kann nicht sein, es wird alle betreffen, also viele betreffen. Egal. Wir beenden mal den Part hier. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Umgebungsscan eingeleitet. Ja, ich bedanke mich. Wahrscheinlichkeit einer nicht klassifizierten Lebensform 0%. Sehr gut. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!